Glaubt ihr wirklich, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die eigentlich vielleicht sogar die größte Volkswirtschaft der Welt ist, in Kaufkraft gemessen, glaubt ihr, dass wenn diese Volkswirtschaft praktisch stillsteht, dass dann keinen Einfluss, keinen negativen Einfluss auf die westlichen Unternehmen hat? Die Aktienmärkte, die tendieren bislang dazu, das zu glauben und sind deswegen ein bisschen erschrocken dann über die Aussagen von Apple, praktisch die Gewinnwarnung von Apple. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Man denkt sich, okay, diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus, lass uns das doch mal vergleichen mit SARS 2003 etc., geht schnell vorüber, ist also nicht so schlimm. Dann haben wir Aufholeffekte eben im zweiten Quartal, in der Summe ein Nullsummenspiel. Und wenn nicht, wenn die ganze Geschichte länger dauert, ja, dann haben wir die Notenbanken, die werden uns retten. Also Goldilocks-Szenario, kann ja nichts schiefgehen. Complacency hoch 2, könnte man dazu fast schon sagen. Und das zeigt sich dann zum Beispiel in solchen Umfragen, wie sie die Bank of America Merrill Lynch regelmäßig veranstaltet. Da werden die großen Player am Markt, die großen Fondsinvestoren gefragt, ja, worin siehst du die größte Gefahr für die Märkte in näherer Zukunft oder in der nächsten Zukunft? Und dann haben die allermeisten geantwortet, in der Wahl 2020 in den USA, also eine demokratische Wahl, ein größeres Risiko für die Aktienmärkte als alles andere. Danach kommt das Befürchten, dass die Bondblase, die Anleiheblase platzen könnte. Und erst an dritter Stelle kommt das Coronavirus, an vierter Stelle ist jetzt der Handelskrieg abgetaucht. Also das zeigt so ein bisschen, dass die Player am Aktienmarkt so im Prinzip konditioniert sind wie Pavlovsche Hunde. Sie kennen vielleicht dieses Experiment von Pavlov, der immer, wenn er Hunde gefüttert hat, eine Klingel hatte klingeln lassen, und das hat er so oft gemacht, bis dann irgendwann die Hunde, wenn er einfach nur die Klingel betätigt hat, aber die Hunde gar nichts zu essen bekommen haben, dann trotzdem Speichel entwickelt haben, weil das Gehirn irgendwie abgespeichert hat, ja, wenn es klingelt, dann gibt es eben Futter. Und so ein bisschen scheint das bei diesen Investoren am Aktienmarkt auch zu sein, und das obwohl alle anderen Märkte, Devisenmarkt mit absoluter Dollarstärke heute, der Euro ist das erste Mal seit 2017 wieder unter der 1,08er Marke. Anleihemärkte sind da ziemlich eindeutig in dieser Erwartung. Die 30-jährige US-Staatsanleihe wieder unter der 2% Marke. Also überall kracht's und knallt's gewissermaßen. Gold, 1.600 Dollar. Nur die Anleihemärkte sagen, die Aktienmärkte sagen sich, naja, ist nicht so schlimm. Das geht vorbei. Wir haben die Notenbanken, die werden uns retten. Das ist doch wunderbar. Wir haben wie Artisten in der Zirkuskuppel ein Netz unter uns gespannt und wir können stürzen und sie werden uns immer weich auffangen. Naja, das ist der Stoff, aus dem letztendlich die großen Krisen sind, wie zum Beispiel Guggenheim hier sagt, der maßgebliche Analyst sagt, sowas habe ich noch nie erlebt, es gibt gar keinen Preisfindungsmechanismus mehr so wirklich, weil alles sozusagen nur noch durch die rosarote Brille gesehen wird. ETFs kaufen wir, ist doch alles gut. Das erinnert mich an 2006, als wir ähnliche Mentalitäten hatten. Das erinnert auch an 1997. All das war damals sehr, sehr ähnlich. Er verweist hier auch auf die super geringen Spreads zwischen High-Yield-Bonds und Staatsanleihen. Also es gibt da irgendwie gar kein Risikobewusstsein mehr, weil man sich sagt, die Notenbanken werden uns retten und alles wird schon gut werden. Schauen wir uns mal die Situation an, zum Beispiel in Sachen China. Da haben wir Daily Trips. Hier sehen wir sozusagen, was da überhaupt läuft in China. Da sehen wir, dass die Verkehre, ob jetzt über Straße, Flugzeug oder Eisenbahn, massiv hier nach unten gegangen sind. Jaguar zum Beispiel hat heute gesagt, wir haben keinen einzigen Land Rover seit Wochen mehr in China verkauft. Das ist natürlich ein super Zeichen. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was zum Beispiel in Sachen Flugverkehr in China los ist, da ist China jetzt von der drittstärksten Nation in Sachen eine Frequenz von Flügen auf die Nummer 25 zurückgefallen, hinter Portugal. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sehen wir die Einbußen, die andere Länder im Flugverkehr haben. Taiwan fast 90%, Hongkong auch über 80%, Vietnam, Thailand, also all die asiatischen Länder, da hat es massiv gerumpelt in Sachen Tourismus, in Sachen Verkehr insgesamt. Und glaubt ihr wirklich, dass wenn aus Wuhan, wie der Bürgermeister der Stadt selber gesagt hat, 5 Millionen Leute verreist sind, bevor die Stadt unter komplette Quarantäne gesetzt wurden,
Glaubt man da wirklich, dass die nicht irgendwie viele Leute anstecken? Und glaubt man dann, dass da wirklich nur ein paar Hanseln außerhalb von der Provinz Hubei wirklich angesteckt werden sein sollen? Das glaube ich persönlich nicht. Das ist Propaganda, es ist eine politische Zahl. Das ist in etwa so naiv wie der Glaube der Aktienmärkte, als würde die ganze Geschichte hier so vorbeigehen. Schauen wir uns mal auch den Welthandel an. Hier sehen wir, dass wir jetzt sozusagen schon unter den Tiefs sind, die wir zuletzt gesehen haben in Sachen Volumen des Welthandels. Aber gleichzeitig, und das ist interessant, sind die Amerikaner extrem optimistisch, vor allem wenn sie dann sehr wenig hier gebildet sind. Das ist hier die Umfrage unter Menschen, die sozusagen nur Highschool-Abschluss haben oder sogar weniger. Highschool ist das, was damals hier vielleicht in Deutschland Hauptschule war. Also eher marginale, gebildete, böse Zungen sagen, überwiegend Trump-Anhänger. Jedenfalls sehen wir, dass wir hier einen Peak haben, jetzt beim Vertrauen in die Zukunft bei diesen etwas weniger gebildeten, wie damals am Hochpunkt der Tech-Blase, also der Dotcom-Blase. Wir haben heute übrigens ja die Zahlen von Walmart gesehen. Das war der größte Earnings-Miss, wie die Amerikaner sagen, also die größte Verfehlung der eigentlichen Prognose seit 2015 um 4%. Aber die Aktie ist trotzdem gestiegen und das zeigt wieder die Pawlowsche Hunde-Mentalität, die derzeit da ist, weil Walmart dann die Dividende ein bisschen erhöht hat. Macht ja auch Sinn, wenn das Geschäft schlechter läuft, dann kann man ja die Dividende erhöhen. Das ist in Sachen Zukunftsinvestitionen natürlich eine super gute Idee. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben dann eine extreme Positionierung. Wir haben in der letzten Woche, in den letzten 6 Wochen genauer gesagt, eine immense Zahl von Calls in Relation zu Puts im Optionsbereich, die da gekauft wurden. Also auch hier Complacency hoch 25. Man kann es nicht anders sagen. Und es ist jetzt gerade der Tech-Bereich, nämlich die Semiconductors, also die Chips, die hier wirklich jetzt im Fokus sind. Hier sehen wir den SOX, der Index, der ja auf neue Allzeithochs gestiegen ist. Und möglicherweise gibt es jetzt da ein kleines Lieferproblem bzw. ein Absatzproblem, denn vor allem die amerikanischen Chiphersteller haben starke Absatzmärkte in China und viele bekommen eben auch Chips aus China wiederum. Also das wird interessant sein zu beobachten. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, die sind von Capital.com. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq. Wir sehen hier dieses Gap Apple. Warnung, dann noch ein bisschen nach unten, dann wieder der Versuch zu sagen, ist doch alles schick, ist doch alles gut, was kümmert uns die Realität? Gar nichts, dementsprechend ist man wieder rauf. Jetzt kommt man wieder ein bisschen runter. Wir sehen den S&P, den Leitindex, der, naja, vielleicht der 25 Pünktchen von seinem Allzeithoch entfernt ist. Gar kein Problem, das wird alles aufgefangen durch die Notenbanken. Der DAX sieht es ähnlich, 13.681, auch nicht so furchtbar weit entfernt von den Allzeithochs, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben Dollarstärke auf breitester Front heute, Euro-Dollar teilweise in Richtung 1,0780 unterwegs, jetzt wieder knapp über der 1,08er Marke, wie gesagt, tiefster Stand seit 2017 und Gold über der 1.600er Marke. Da ist also die Flucht in die sicheren Häfen erkennbar, nur an den Aktienmärkten, da sind Pawlowsche Hunde, die sagen, wenn es klingelt, dann entwickle ich Speichel. Das ist mir wurscht, was die anderen machen. Und hier sehen wir Crude Oil bei knapp $52. Glaubt ihr wirklich, dass das gut geht? Das ist die große Frage. Wann greifen die Notenbanken ein? Wir sind auf Allzeithochs und schon jammern alle, ihr müsst doch eingreifen, ihr müsst eingreifen. Viele Notenbanken der Welt tun das ja, indem sie die Leitzinsen senken oder wie die chinesische Notenbank zusätzlich noch Gelder in die Märkte pumpt. Aber ob all das reicht, eine kollabierende Wirtschaft in China, wie sie ja derzeit der Fall ist, und es wird sich absehbar nicht ändern. Es wird Wochen, wenn nicht gar Monate dauern, bis China so einigermaßen wieder am Start ist. Viele Mobilfunkläden haben schon Lieferschwierigkeiten, die sagen, okay, wir haben jetzt noch einige Handys hier sozusagen auf Lager, aber es kommt derzeit nichts nach. Und das wird irgendwann in vielen anderen Bereichen auch der Fall sein. Das ist Realwirtschaft, das andere ist das Casino mit Pawlowschen Hunden. Was setzt sich durch? Das ist die große Frage. Jetzt wünsche ich Ihnen schönen Feierabend und sag Servus und ciao.